Uff. Hello, guys. So, die Flamethrower müssen tiefer. Okay. Ja, man lernt ja tatsächlich dazu. Man glaubt es ja gar nicht bei mir. Gut, jetzt frage ich mich natürlich. Flamethrower, können wir die da überhaupt da unten ranbauen? Ja oder nein? Die Antwort lautet ja. Jetzt passt die, jetzt rennen die alle hier ran, ja? Und jetzt brennt. So, jetzt lassen wir einfach brennen. Ja, von nur kurzer Zeit ist jetzt. Okay, aber das würde funktionieren tatsächlich. So, wir gehen das mal zurück. Zack. Halbe Armee und halbe Zelte schon ausgelöscht, ja? Jetzt Y. Ist doof, weil das ist ja gleichzeitig auch ein Ding. So, und darüber dürfen wir es auch eher nicht machen. Also Breakdance-Bohrer sollte es nach Möglichkeit möglichst frei zugehen. Damit die mir da ja keinen Scheiß veranstalten. So, das war jetzt schlecht, weil die drei da hinten, das ist natürlich so mein Hauptziel, dass die kaputt gehen. Das war jetzt auch nicht so gut. Das ist so ein bisschen wie Lotto spielen eigentlich. Könnte sein, dass es funktioniert, könnte aber auch sein, dass es absolut gar nicht funktioniert. Ja, damit kann ich vielleicht noch arbeiten. Das kann doch so nicht angehen. So, und jetzt brennt. So, das Problem ist. Jetzt haben wir schon wieder was kaputt gemacht da vorne. Oh, jetzt kommen die ganzen brennenden Leute heran. Und kippen einfach um. Okay. So, das habe ich jetzt einfach ausgetreten. So oder so ungefähr. So, jetzt müssen wir einmal hier das Zelt zerstören. Wenn ich mich jetzt nicht allzu bescheuert anstelle, sollte das jetzt klappen. Falls, wenn. Okay, die haben mich jetzt offiziell lahmgelegt, glaube ich. Aber wenn ich jetzt... Warte kurz, was war es denn nochmal? Ich glaube, B... Shit, das ist zu tief. Wir müssen höher. Wir müssen höher. Habe ich doch gerade schon wieder eine Idee. Nee. Einfach ein paar Pistons hinten drauf. Ja. Mal hoffen und beten, dass es von der Höhe her geht. So, wenn das jetzt von der Höhe gehen sollte, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen weiten Welt. Das kannst du mir aber echt glauben. So, und zwar eine Kanone. Die nackte Kanone. Oh mein Gott. Aber ganz knapp. Aber es funktioniert, ja? Ich möchte nichts hören. So, jetzt nehmen wir was richtig Fancyes. Und zwar J. Warum auch immer J, ich weiß es nicht, aber... das liegt halt eben daran, dass es halt eben sehr nah an H liegt. Dann muss ich da nicht immer so einen halben Fingerspagat auf meiner Tastatur durchführen. Dann kann ich da gleich so bumm. Wobei ist es so schlau, die alle auf 1 zu legen. Ich würde sogar noch sagen, gut, weil wir ja kein K mehr haben. Also, wenn ich jetzt K drücke, fliegt mir nicht mal alles in die Luft, ja. So. Okay. Ah, das war jetzt so semi. So, wir holen uns noch ein letztes Mal. Jetzt müssen wir einfach damit leben. Okay, da ging ja jetzt gerade gar nichts in die Luft, nur ich selber. Also das war ja... Ist auch ein Schuss in den Ofen, jetzt kommt gar nichts mehr oder was? Ich fahr zuerst mal zurück. So, jetzt verteilen die sich nämlich alle. Klingt jetzt viel unkontrollierter. Ja, das ist auch nix. Na, auch nicht wirklich... Ja, jetzt wäre es gut gewesen, aber jetzt habe ich mich selber in Brand gesteckt, oder was? Ah, ja, es geht so. Es geht schon. So, pass auf, jetzt aus mal Y. Jetzt stecken wir die einfach in Flammen.
So, die haben mich aber erwischt, aber volle Breitseite. So, das Problem ist, ja, die haben mir alle meine Steuerelemente rausgerissen. Ich habe eine Idee, die könnte ebenso simpel sein, wie eigentlich auch zweckmäßig eigentlich. Was passiert eigentlich, wenn wir uns jetzt einfach quasi falsch rum draufstellen? Also du verstehst, was ich meine. Quasi, wir bauen einfach hinten jetzt die Steuerung ran. Wir drehen den kompletten Turmsören einfach. Und dann, wenn die quasi dann von vorne ranrennen, dann können die mir zwar mein Rad zerstören, aber das ist nicht mein Steuerrad, verstehst du? Weil das Steuerrad ist eigentlich im Prinzip genau das, was wir eigentlich so sehnlichst brauchen. Und wenn das ganz hinten ist, müssen die erstmal um den ganzen Turmsören rumlaufen. Und mal ganz ehrlich, unter uns gesagt, das werden die überhaupt nicht schaffen. Ja, also, habe ich jetzt gerade gute Hoffnungen, dass das jetzt so funktioniert. Ich meine, klar, wir müssen jetzt zwar immer rückwärts fahren, wenn wir vorwärts fahren wollen, aber ich glaube, damit komme ich gerade noch so zurecht. Ja, also mit Pfeiltasten. Ich nehme das mit dem Zurechtkommen gerade mal wieder aufs Innerste zurück. Ach, so. Upsi Daisy. Achso, und die ganze Steuerung ist natürlich auch andersrum. Da gibt es eine Losung. Ich nehme einfach meine Tastatur, so ich hoffe, dass ich mir jetzt hier nichts abreiße. Hupidupi. So, was man alles für Besiege tut, ehrlich. So, ich nehme jetzt einfach meine ganze Tastatur und drehe die einfach um. Ich glaube, ich habe noch irgendwas runtergeschmissen. So, es ist extrem komisch, jetzt so zu steuern. Es ist extrem komisch. Jetzt komme ich gerade gar nicht drauf klar. Aber es passt. Okay. So, jetzt muss ich... Ups, wo ist die Space-Taste? Versucht doch einfach mal selber euer Mausrad umzudrehen. Ja, das Problem ist, jetzt komme ich nicht mal an die ganzen Tasten dran. Wo ist jetzt hier T? Scheibenkleister. Da. Ne, also mit umgekehrtem... Gott, wo ist jetzt Escape? Grrr. Ich finde die Tasten nicht mehr. Oh, okay. Oh Gott. Yeah. Einmal nochmal die ganze Tastatur so umdrehen. Also das war auch eine Murks-Idee. War vielleicht ein Versuch wert, aber nee. So, okay. Ja. Kann ich mit leben. Das ist mir jetzt von selber abgekracht, oder was? Das wäre gut gegangen. Es wäre gut gegangen, Leute. Es wäre gut gegangen. Wenn nur so ein komplett inkompetenter Mensch. Jetzt fallen aber mir die da oben runter. Wegen der Wucht. Das ging jetzt tatsächlich sehr, sehr gut. Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt gerade geschafft habe, aber hey. I managed it. So, einmal so rum. Und jetzt Vollgas. Jetzt können die mich natürlich auf der Seite angreifen. War gar nicht mal so schlau eigentlich, die Idee. So, aber vom Rad kriegt er nichts mit, oder was? So, ich weiß gerade gar nicht. Ups. Das haben nämlich schon wieder Lamm gelegt. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. T. So, das hat jetzt schon mal funktioniert. So, Y. Die anderen werden einfach abgefackelt. So einfach ist es. Jetzt hat genau dann, wo ich es gebraucht habe, hat jetzt natürlich auch mein Ding aufgehört. So, jetzt sind wir schon wieder so wackelig. Die sind da irgendwie hinten so wackelig, aber warum? So, jetzt müssen wir einfach nur geradeaus fahren. Einfach nur geradeaus. Der Rest kriegen wir von alleine hin. So, noch schön hindrehen, damit auch. Ja, nein, falsch. Falsch. Oh Gott, ist das falsch. Was machst du denn? Jong, lass das Rad in Ruhe. Lass bloß das Rad in Ruhe, ehrlich. Oh mein Jong. Ja, also wir stehen jetzt schon perfekt eigentlich. Nur falsch rum.
Scheiße. Verstehst du, weil ansonsten hätte ich jetzt einfach abschießen können, aber das geht so nicht. Verdammte Axt. Verdammt! Ja, also man merkt jetzt schon, dass es schon deutlich, deutlich schwieriger wird. Diese ganzen Levels. So, wir machen einfach. Und jetzt Ad-Hoggy! Jetzt beginne ich schon wieder zu brennen, das ist echt scheiße. Sorpresa, Attacco! Aber warum bewirken jetzt immer die Flamethrower, dass ich selber auch Feuer fange? So, erstmal hat jetzt hier das halbe Lager auseinandergerissen. Sehr gut so. So, die wissen aber auch irgendwie sehr, sehr gut meine Schwachstellen. Das ist komisch. Die Flamethrowers sind echt gut, aber ja. Sie zerstören tatsächlich gerade mir im Moment mehr, als dass sie mir helfen. Gibt's denn hier nichts anderes, was wir sonst noch ranmachen könnten? Vacuum Block, nein. Verwerter Cannon, nein. Bomb, Explosive Rocket, einfach so Spieße vielleicht. Ey, du Spießer. So. Das hat jetzt gerade absolut gar nichts gebracht. Okay, nochmal. Also ein bisschen vom Her sollte es dann schon auseinandernehmen. Okay, wir müssen ein bisschen mehr so eindrehen, habe ich so das Gefühl. Nee, andersrum. Okay. Ja. So langsam gewöhnt man sich auch an die Steuerung, komischerweise. Jetzt haben die, die reißen mir immer so aus dem Unterboden raus. Das ist so eine asoziale Taktik. Dann habe ich gerade schon wieder eine Idee. Aber die Frage ist, ob die nicht gleich einfach kläglich scheitern wird. Und ich glaube nämlich, das wird sie. Aber es ist trotzdem einen Versuch wert. Wenn die auf den Unterboden wollen, dann sollen sie erstmal durch mich durch. So in die Richtung argumentiere ich gerade. Problem ist, wenn ich jetzt da noch mal eine Riege drauf klatsche, dann wird das doch sowas von absolut instabil. Die Frage ist jetzt, ob das nicht am Boden schleift. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Das ist mir schon, aus irgendeinem Grund ist mir jetzt einfach das Rad abgefallen. Einfach so, bups. So, wir müssen uns jetzt nur auf diese eine Seite konzentrieren. Einfach ein Haut-Drauf-Fahrzeug. Ich liebe es. So, das erfasst sie nämlich auch genau da, wo sie auch erfassen sollte. So, jetzt drehen wir uns schon wieder in so eine ganz schön hässliche Position. Das möchte ich einfach nochmal sagen. So, wenn wir es jetzt schaffen würden, wenn uns noch ein kleines, klitzekleines Fünkchen zu drehen, dann hätten wir das Level geschafft. Aber genau in diesem Moment versagt tatsächlich der Turmsyren. Sein Dienst. So, ich drücke jetzt einfach mal. So, ich drücke jetzt einfach mal J. War daneben. Und K. Das hat noch eins zur Stelle. Jetzt brauchen wir nur noch dieses eine einzige kleine Zelt. Aber Y hat auch nicht getroffen. Scheibenkleister nochmal. Weißt du, genau jetzt. Wir hätten es gerade so knapp, waren wir so davor. Aber es wollte nicht. Es wollte einfach nicht sein. Weil das Fahrzeug an und für sich würde ja eigentlich so funktionieren. Er liegt jetzt nicht daran, dass das Fahrzeug scheiße ist, es ist einfach nur mein Fahrstil. So, das Problem ist, wir dürfen uns nicht so seitlich stellen. Weil dann greifen die natürlich sofort meine ganzen wunderbaren Achillesfersen an. Ja. Schön wäre es noch gewesen, hätten wir das halt auch noch mitgenommen tatsächlich. Jetzt drehe ich mich einfach so ein, dass wir jetzt einfach noch so und jetzt einfach geradeaus fahren müssen. So, ganz langsam, aber beständig. Hui!
So, und volle Karambolage-Situation. Okay. So, das ist ja schon mal gut. So, die Breakdance-Bohrer gehen auch in Action. Ich habe jetzt gerade Space gedrückt. Alter. Jetzt kriege ich aber hier langsam echten Totalzusammenbruch, ehrlich. So, pass mal auf. Ich möchte jetzt auch nicht meine wunderbaren Kanonen jetzt einfach nur für das Fußvolk aufwenden. Weil das Fußvolk, da können wir auch einfach so wegnieten. So, wir haben jetzt hier aber bitte keinen in der Seite reinstehen. Scheibenkleister. Also, warum bleiben die denn da einfach immer stehen? So, jetzt schlittern wir. Ach, Mist. Es waren jetzt genau zwei Leute und die haben jetzt alles zu Fall gebracht. Das ist doch doof. Nee. Ich möchte, dass da hinten mindestens zwei jetzt zusammengebrochen sind. Ja, drei ist zu viel. Das können wir mit unseren Kanonen nicht so wirklich. Bis wir da hinten sind, das sind wir halt schon komplett im Arsch. Das ist doch eine sehr schöne Ausgangsposition. Die ist doch eine schöne, leichte Ausgangsposition. Drehen Sie bitte auf Nordwest und dann ist alles, dann ist Kiel oben. Die haben mit einem einzigen Schlag gerade mein komplettes Fahrzeug auseinandergenommen. Habt ihr das gesehen? Ein Schlag und da war dann auf einmal hier alles weg. Ist doch Scheibenkleister, ehrlich. Ich möchte das jetzt aber auch echt ungern abbrechen, weil ich habe gerade echt noch riesengroße Hoffnung. So, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen drehen, so. Jawoll! Ich hab's auch gar nicht gemacht, aber jawoll! Zone conquered! Success! So, ganz zum Schluss der Folge haben wir es dann doch noch geschafft. Ach du meine Güte. Ja, das haben wir jetzt doch sehr, sehr gut hingekriegt. Also ich weiß doch nicht, wie, aber wir haben es hingekriegt. Und guck mal, da steht sogar einer und versucht das irgendwie noch alles rückgängig zu machen. Ah, sehr schön. Okay. Cool. Und jetzt als nächstes Valley of the Wind. Destroy for 90% of, was? Of the monuments. Ach so, wenn ich jetzt quasi in den Wirbelsturm reinkomme, dann ist es auch schon vorbei. I guess I understand that. Wobei die ganzen... Es ist, glaube ich, ich glaube, die Winde zerstören das doch schon fast selber. Warte mal, ich will das nochmal. Jetzt wirbeln doch die Winde doch fast überall rum. Und auch auf mich, das ist auch witzig. So, da sind jetzt noch welche Monumente unübrig geblieben? 1 und 2. Das da und das da. Was ist das Monument? Ich glaube, das ist tatsächlich... Ups. Das ist, glaube ich, tatsächlich... Hä, ich sehe das von da gar nicht. Warte mal. Ups. Also haben wir hier nochmal ein Monument? Ja, und hier hinten. Und da. Ja gut, aber das ist ja im Prinzip auch okay. Ja, da geht der Wind auch gar nicht hin. Also da können wir einfach so von der Seite rein sneaken. Im Prinzip. Da wäre dann tatsächlich der Fragile ziemlich gut. Um dann dieses Level zu schaffen. So, der ist aber so zusammengebrochen. Jetzt brauchen wir auch... Jetzt wollen wir auch nicht mal diesen komischen Turm Sören. Also ich nehme jetzt einfach mal der Turm Sören Upgraded 3. Irgendwann kann ich den nicht mehr auseinanderhalten, das weiß ich schon. Also muss ich speichern. Der Turm Sören Upgraded 3. Speichern. Und dann laden wir nochmal den ganz normalen Turm Sören. Also in Anführungsstrichen normalen. Ja genau, der nämlich immer sehr gerne mal das tut. So, weil der, guck mal, ey, der fährt ja hier wie eine 1, also möchte ich ja nichts hören, ja. Dutz. Und schnell wieder aus dem Wind raus. Sehr schön. Okay, dann gibt es noch da und da noch einen. Würde ja theoretisch eigentlich auch gehen, wenn wir da jetzt einfach uns mit Kanonen da postieren. Das könnte unter Umständen funktionieren. Nur die Frage ist, wo ist denn die genau? Also einer ist da und einer ist da. Wäre es eigentlich nicht logischer, einmal
Und dann von hinten rein zu kacheln und dann einfach zweimal Kanonen und fertig ist die Laube. Ich werde das jetzt ganz zum Schluss nochmal probieren, damit ihr jetzt hier einen coolen Cliffhanger habt fürs nächste Mal. Ich hoffe, dass ich es nicht schaffe. Aber ich meine, ein neues Level ist ja auch immer ein Cliffhanger, also von dem her. So, sehr schön. Könnt ihr euch ja auch schon überlegen, was ich optimieren könnte. Oder mit welcher Methodik ich daran gehe. Wenn ich jetzt da durchgehe, dann werde ich ziemlich schnell ziemlich tot sein. But maybe. Warte mal. So, jetzt muss ich überlegen. B vielleicht? Wäre ein guter Ansatz gewesen, aber du hast keine. Okay, alles klar. So, warte mal, dann mache ich das nochmal. Und zwar Pistons, die guten alten Pistons, du kennst sie, das ist quasi wie Mutti und Fadi zusammen auf dem Jahrmarkt. Das ist unzudringlich. Weiß zwar nicht, was Mutti und Fadi auf dem Jahrmarkt machen, vielleicht haben sie ja da ein bisschen Spaß, sei denen ja auch mal vergönnt. Liebe Leute, verwöhnt mal wieder eure Eltern, das vergisst man ja irgendwie so oft. Aber die Eltern haben einem so viel gegeben. Jetzt fühle ich mich gerade schon wieder sowieso, ja. Als wäre ich schon wieder so ein Obermoralapostel, aber das stimmt ja auch irgendwie. Eltern sind etwas wertvoll. Think of it. So, gut. Ja, dann J. J. Ich fühle mich immer sehr, sehr schlecht. Also ich will es ja immer fast in den Mund nehmen, aber ich weigere mich immer noch dazu. Ich drücke jetzt HJ. Also das darf ich nicht sagen, ja. weil drücken kann auch umarmen heißen und das möchte ich damit nicht implizieren, ja, also ich bin ein strikter Antifaschist, also na toll, heute kommt der Wind aus Nordwesten, wie du siehst. Hat das jetzt in irgendeiner Form irgendwas zerstört oder ist ich da jetzt noch was, da ist noch was, der lebt halt noch, das ist halt doof. Ah, guck mal, da flog gerade der ganze Turmsyren hinterher. So, das war ja schon mal deutlich besser. Problem ist, da liegt halt eben noch der Hund begraben. Und da, und da, und da. So, let's just go over here. So, ganz, ganz lightly. Dutz. Und muss ich jetzt 90% oder alle? Das ist gerade so die Frage. Die Frage, die sich die Welt stellt. So, einmal mal mit Raketen reingebolzt. Funktioniert immer, das ist wunderbar. Das kommt der Wind mir gerade ein bisschen gefährlich nahe, aber ich trotze Wind und Wetter. Ich trotze Regen, ich trotze Sonnenschein. Ich trotze allen, egal ob Hänschen klein oder Gretelein, ich weiß es nicht. So, frag mich nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt J, das war die falsche Seite, schade. Das war jetzt auf eine sehr mysteriöse Art und Weise erfolgreich. Ach geil. Ah, schön. Ja, also ich habe ja vergessen, dass wir jetzt ja wieder Granaten an Bord haben und dass dementsprechend der Befehl K nicht mehr geht. Ich habe es doch noch vorhin in der Folge noch gesagt. Oh, jetzt können wir K drücken, weil wir ja keine Granaten an Bord haben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich bin so ein Vollpfosten. Aber trotzdem, Zone conquered. Success. Next Zone. Und das nächste Mal, aber jetzt wirklich, machen wir dann einfach diese Zone. Was ist das denn? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Cliffhanger des Jahrtausends. Also, falls ihr wissen möchtet, was dieses mysteriöse, ominöse Ding macht, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein, ja. Da geht es dann nämlich weiter mit Besiege. Nächsten Donnerstag wird es weitergehen. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Gebt diesem Video auch eine Bewertung. Falls es euch gefallen hat, ein Like. Falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, was ich verbessern soll. Ansonsten, teilt das Video mit euren Freunden, mit eurer Tante aus Helsingborg, mit dem stinkreichen Russen, mit eurer Cousine 6 Grad aus Kongo, mit der Hebamme aus Trinidad und Tobago, mit dem Austauschschüler aus LA, mit eurem Hund, mit eurer Katze und mit eurem Golfkollegen aus Japan. Bis dahin, euer Kommentator Tonke Grinse Karl. Ciao mit Karl.